ومشان داني انت شتي تزودني اول ما اكتشفت انك شتي تزودني حرفتهم. الموت ارحمني انني اموت ولا ابقى. انا افضل ان اكون عند عمي ولا افضل عندهم. يقتلوني يهددوني يغلوني اذا رحت عند عمك بنقتلك. يعني ايش هذا التهديد؟ يهددوا الاطفال يرضيكم زيي انا كذا يزولوني يرضيكم. وكمان انا Das Thema Zwangsheirat, Zwangsehe, Kinderbräute ist etwas, was uns schon seit längerem beschäftigt. Nur in den seltensten Fällen hat man ein Bild dazu gehabt, ein Mädchen, das das genau verkörpert, das diesem Schicksal entflohen ist. Im Jemen wird jedes zweite Mädchen minderjährig verheiratet. Jetzt haben wir diese Geschichte und sehen eines dieser Mädchen, dem dieses Schicksal gedroht hat. Und sie sagt auch, also es geht nicht nur um mich, sagt sie, sondern es geht um so viele Kinder. خالتي عمرها 13 سنة فعلت سنة مع زوجها وقبت الغاز وتروشت به وماتت. Man sieht dieses Mädchen, das wirklich mutig und tapfer ist und in die Kamera spricht. Das ist einfach so, dass viele Menschen unglaublich berührt hat und die einfach da mehr wissen wollten, die dann einfach wissen wollten, wer ist dieses Mädchen? Sie erzählt im Interview, dass sie früher schon im Sommer öfters beim Onkel verbringen hat dürfen. Der arbeitet bei einem TV-Sender, der hat sie manchmal mitgenommen. Der hat sie in diese Computerkurse geschickt. Das heißt, sie war dann doch mit einer anderen Art, wie man auch leben kann, konfrontiert. Und ich glaube, das hat ihr einfach geholfen. Und sie ist einfach sehr überlegt. Und das dürfte ihr so geholfen haben, dass sie doch erkannt hat, dass das für sie ja, der Weg in ein anderes Leben sein kann. Die Geschichte scheint aber noch nicht abgeschlossen. Also sie erzählt im Interview, dass sie hofft, einfach bei diesem Onkel bleiben zu können, in die Schule gehen zu können. Sie hat mir erzählt, sie mag Computer unglaublich gern, sie mag in diesen Computerkurs gehen, sie möchte gern Englisch lernen. Sie hat mir erzählt, sie ist bei einer Mädchenband, mit der sie auch auftritt, was im Jemen auch total unüblich ist. Also das Mädchen mit einer Band, teilweise auch im Fernsehen auftreten. Also sie möchte einfach, und das ist diese Möglichkeit, die ihr geboten ist, durch den Onkel, der in der Hauptstadt lebt und nicht mit den Eltern am Land draußen. Sie sagt, sie würde es wieder tun, und wenn sie zu den Eltern zurück muss, sie läuft wieder davon. Also das ist, ich habe selten ein 11-jähriges Mädchen lebt das so tapfer zum einen, ist aber auch so mutig. Also die wirklich, man merkt das auch in dem Video. Sie ist von dem überzeugt, und sie weiß, das ist ihr Weg nach draußen. Das ist die Möglichkeit, wie sie dem entgeht, wie vielen anderen, also dem Schicksal entgeht, das vielen anderen Kindern in ihrem Heimatland im Jemen vorgezeichnet ist. Sie ist untergetaucht an einem geheimen Ort, weil sie, das hat uns ihr Onkel dann erzählt, weil sie Drohungen erhalten von Islamisten, von religiösen Extremisten, die natürlich im Jemen nicht wollen, dass diese Geschichte weiter thematisiert wird, dass eventuell das Gesetz geändert wird, dass vielleicht doch auch in dieser Region Kinderehen verboten werden, dass ein gesetzliches Mindestalter eingeführt wird. Also ich glaube nicht nur, dass es in der westlichen Welt etwas bewegt, sondern, und das ist ja viel wichtiger, eigentlich dort, wo Kinder dem Schicksal ausgesetzt sind, nämlich in der arabischen Welt. آكل واشرب واحلم وحلمي كل يوم يدفعني الأواصل حياتي بعدين حط عليك وعلى كل الناس إيدي فرعوني وحققوا أحلامي